letztendlich. Filmst du schon, ja? Ja. Liebe Angelfreunde und Freundinnen, ich bin oft gefragt worden, was mit einem Fisch eigentlich passiert, nachdem wir ihn gefangen haben. Da kommen ganz merkwürdige Vermutungen, wie zum Beispiel, dass wir ihn essen würden oder ähnliche Sachen. Es wird auch gefragt, ob es dem Fisch wehtut oder wie lange wir ihn draußen lassen, etc. etc. Ihr kennt das ja. Deswegen habe ich mich heute entschlossen, für diejenigen, die mit dem Karpfenangeln noch nicht so vertraut sind, ein Video zu machen, wo ich einmal zeige, exemplarisch, wie wir mit einem Fisch umgehen, nachdem er gelandet worden ist. Unsere großen Fische haben ja alle nachts gebissen. Samuel und ich wollten aber das Video mit einem Fisch drehen, der bei Tageslicht an den Haken ging, um es besser zeigen zu können. Es hat dann kein allzu großer angebissen, also ich nehme es mal vorweg, es ist also ein 14-Pfünder. Das tut aber nichts zur Sache, zum Zeigen, was wir mit dem Fisch machen und wie wir mit ihm umgehen, reicht dieses Gewicht des kleinen Karpfens vollkommen aus. Mit den großen machen wir es nicht anders. Hier seht ihr mich noch mitten im Drill, der Fisch ist noch relativ weit weg. Die Bewegungen, die ich hier mit der Rute und mit der Rolle mache, nennt man Pumpen. Das heißt, es wird nur über die Rute Druck auf den Fisch ausgeübt. So, jetzt kommt gleich der erste aufregende oder besonders aufregende Moment im Drill, und zwar, wenn man den Fisch zum ersten Mal an der Oberfläche sieht. Wenn man die ersten Flossen sieht, wenn man zum ersten Mal sieht, ist es ein Schuppenkarpfen oder ein Spiegelkarpfen oder ein Zeiler. Ja, das ist der erste Augenblick, wo das Anglerherz besonders hochschlägt. Über 5-7-fache Vergrößerung. Der Fisch hat hier noch viel Kraft und schlägt mit den Flossen aufs Wasser, wie man deutlich hören kann. Jetzt bloß nicht zu viel Druck auf den Fisch ausüben, damit der Haken nicht ausschlitzt. Ist alles drauf? Alles, die Schnur ist drauf, der Fisch ist komplett drauf. Man sieht den Fisch richtig gut. Willst du ihn landen oder willst du... Samuel wird den Fisch mit dem Kescher landen und setzt dafür die Kopfkamera auf. Es erfolgt jetzt ein Perspektivenwechsel. Ja, das ist jetzt der Drill aus der Sicht des Mannes, der keschert. Ich führe den ausgedrillten Fisch jetzt mit der Rute über den Kescherrand und Samuel führt den Kescher nach oben und der Fisch ist erst jetzt vollständig gefangen. So, wir geben uns High Five. Und das Erste, was man dann macht, man hängt das Vorfach aus. Das heißt, man hakt die Hauptleine von dem Stück Schnur, das mit dem Haken verbunden ist, ab. Der Fisch liegt dann noch im Kescher, hat auch noch den Haken im Mund und wird drüber auf die Abhakmatte getragen, wo der Haken gelöst wird. Jetzt liegt er auf der weichen und feuchten Abhakmatte, wo er sich nicht verletzen kann. Und hier entferne ich mit der Zange den kleinen Haken aus dem Mund. Das geht ganz schnell, ist ein kleines, dünnes Piercing. Dann wird er in den Wiegesack gepackt. Der wird gut verschlossen, damit er sich nicht rausrutschen kann. Und an die Waage rübergetragen. Wird dann eingehängt. Das Gewicht wird abgelesen. Ja, ich nehme jetzt noch die Finger weg, damit das Gewicht nicht irgendwie falsch angezeigt wird. So, Finger weg, Klaus. Finger weg.
Genau, Finger weg. So, jetzt kann man das Gewicht ablesen und dann muss man noch das Gewicht des Wiegesackes abziehen. Das waren in diesem Fall 3 Pfund. Also die Waage hat 17 Pfund angezeigt, minus 3 Pfund, also 14 Pfund ist er schwer. Ist in Karpfenanglerkreisen ein kleiner Fisch. Bei Kochtopfanglern wäre es also ein großer. Der Fisch wird immer wieder mit Wasser übergossen, damit die Schleimhäute nass bleiben und der Fisch auch über die Schleimhaut Sauerstoff aufnehmen kann. Dann wird er hochgehalten und fotografiert. Zum Spaß machen wir das auch mal aus zwei Perspektiven. Ich habe die Kopfkamera. Das ist jetzt die andere Perspektive. Samuel, der mich fotografiert. Und unser Yorkshire Terrier Sir Lancelot, der den Fisch unbedingt lecken will. So, da ist der Fisch direkt vor mir. Ja. So, jetzt wird der Fisch noch medizinisch versorgt. Das heißt, ich nehme ein antiseptisches Mittel, das ich immer in der Abhackmatte habe. Da kommt ein Tropfen auf die Einstichstelle des Hakens, damit da keine Entzündung sich einnisten kann. Und dann schaut man, ob der Fisch irgendwelche Infektionen hat. Das ist hier der Fall. Hier war wohl ein Karpfen. Na, wie nennt sich das? Karpfenblutegel dran und da hat sich der Fisch entzündet, also die Stelle hat sich entzündet und durch das Antiseptikum wird das behandelt. So, wenn der Fisch versorgt ist, hier stecke ich das Antiseptikum wieder weg. Ich nehme übrigens das, was auch im humanmedizinischen Bereich verwendet wird, nämlich Beta-Isodona Tinktur. Das ist speziell für Schleimhäute gemacht. Im Mundbereich von Menschen. Bei Karpfen wirkt es auch hervorragend und ist effektiver als die alkoholbasierten antiseptischen Mittel, die es im Handel für Fische zu kaufen gibt. So, dann wird der Fisch zurück ans Wasser getragen, Ich in setze der ihn zurück, Abhackmatte, ja. die gut verschlossen ist, damit er nicht rausspringt. In dieser Abhackmatte habe ich auf der Seite einen Reißverschluss. Damit der Fisch besser später ins Wasser gleiten kann. Den Reißverschluss mache ich jetzt, also den Deckel öffne ich schon vorher, bevor die Abhackmatte ins Wasser runtergelassen wird. Jetzt wird der Reißverschluss geöffnet und der Fisch gleitet völlig unverletzt und gesund wieder ins Wasser zurück und kann wieder schwimmen. So. Man hat laut Tschüss gesagt. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, das hat ein bisschen Einblick gegeben in das Karpfenangeln, besonders für diejenigen, die noch nicht so viel Ahnung davon hatten. Es würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet oder vielleicht sogar ein Abo dalasst. Und dann sehen wir uns schon bald zum dritten Teil.